Im Jahr 1533 erreichten spanische Konquistadoren die Grenze des Inka-Reiches. Sie drangen schnell ins Innere vor, bahnten sich mit Stahl einen Weg und plünderten dabei. In einer Inka-Stadt wartete ein Priester namens Amaru Ramu auf die Ankunft der Eroberer und hielt den wertvollsten Besitz seiner Gemeinde nahe bei sich. Eine kleine goldene Scheibe, die sie den Schlüssel der Götter der sieben Strahlen nannten. Als die Spanier näher kamen, beschloss Amaru Ramu, in die Berge rund um den Titicacasee zu fliehen und nahm die kostbare Scheibe mit, damit die Spanier sie nicht in die Hände bekamen. Dort, versteckt zwischen den felsigen Gipfeln, traf er auf eine Gruppe heiliger Männer, die etwas bewachten, das wie ein großes, in einen Berg gehauenes Tor aussah. Die Männer begannen Amaru Ramu die Geschichte dieser Tür zu erzählen und verkündeten, dass es sich um ein Portal handele, dass sie das Tor der Götter nannten und dass, wenn es geöffnet würde, in die Welt führe, in der Inka-Gottheiten lebten. Sie erklärten, große Helden der Vergangenheit seien durch die Tür gereist, als ihre Zeit auf der Erde zu Ende war. Es gab sogar eine Prophezeiung, dass sich eines Tages das Tor öffnen würde, viel weiter als zuvor, und die Götter zur Erde zurückkehren würden. Fasziniert begann Amaru Ramu, die Tür genauer zu untersuchen. In der Mitte dieser Tür befand sich eine kleine kreisförmige Vertiefung, die, wie er feststellte, ungefähr die gleiche Größe hatte wie die goldene Scheibe, die er mitgebracht hatte. Neugierig nahm er die Scheibe heraus und legte sie in die Vertiefung. Sie passte perfekt. Plötzlich begann ein blaues Licht von der Tür auszustrahlen und das mythische Portal begann sich zu öffnen, während Amaru Ramu und die heiligen Männer gleichermaßen ehrfürchtig starrten. Vielleicht spürte Amaru, was seinen Inka-Brüdern durch die Hand der Spanier widerfahren würde, und trat durch die Tür, ohne jemals wieder gesehen zu werden. Jahrhunderte später war diese Geschichte größtenteils vergessen und bequem in das Genre des Mythos eingeordnet. Und vielleicht wäre sie dort geblieben, wenn nicht ein Mann namens José Luis Delgado etwas Unglaubliches entdeckt hätte. Im Jahr 1996 begann Delgado einen seltsamen und äußerst lebhaften wiederkehrenden Traum zu haben. Darin stand er vor einer steinernen Tür, die ein geheimnisvolles blaues Licht ausstrahlte. Vielleicht war der Traum kaum mehr als eine Folge von Stress. Delgado hatte gerade einen neuen Job als Reiseleiter in den Bergen des modernen Perus angetreten und kannte die Gegend noch nicht gut genug, um sich wohl dabei zu fühlen, die vielen Touristen zu führen, die jedes Jahr durchreisen. Um dem abzuhelfen, begann er, die Gegend zu Fuß zu erkunden, um sich besser an die weite Umgebung zu gewöhnen. Eines Tages stieß Delgado dabei auf etwas, das ihn verblüffte. Dort, tief in den Bergen, befand sich etwas, das wie eine große Steintür aussah. Knapp 7,5 Meter hoch und 7,5 Meter breit, in die Seite eines Berges gehauen, mit einer kleineren, eingelassenen Tür an ihrer Basis. Genau die Tür, die Delgado in seinem Traum gesehen hatte. Er beschrieb es so: Als ich das Bauwerk zum ersten Mal sah, wurde ich fast ohnmächtig. Ich habe im Laufe der Jahre immer wieder von einem solchen Bauwerk geträumt. Ich habe meiner Familie viele Male von diesen Träumen erzählt. Und als ich es schließlich betrachtete, als ich an der Tür stand, war es wie eine Offenbarung Gottes. Wie ordnet man ein solch seltsames Ereignis ein? Seine Entdeckung lockte einen Ansturm von Forschern und interessierten Touristen in die Gegend. Dies führte zu zahlreichen Berichten über ungewöhnliche Vorkommnisse. Einige hörten seltsame Musik hinter dem Stein. Andere behaupteten, dass sie, wenn sie ihre Hände auf die Tür legten, spürten, wie von innen Energie pulsierte. Einige hatten sogar Visionen von Feuersäulen und übernatürlichen Ereignissen. Kurz darauf erklärte die peruanische Regierung das Gebiet zur historischen Stätte, stoppte jegliche weitere Forschung und ließ das Rätsel ungelöst. Was viele Forscher schockierte, war die Entdeckung einer Struktur in der Türkei, die fast identisch mit dem Tor der Götter in Peru war. Wie können wir die gleiche Struktur finden? Sie befindet sich buchstäblich auf der anderen Seite der Welt. Und glauben Sie, dass es nur ein Zufall ist? Ist es möglich, dass es bei diesen Strukturen sich um eine Art energetische Portale handelt, mit denen man in kurzer Zeit weite Strecken zurücklegen kann?
Wie fortgeschritten sind die Lebewesen, die solche Technologien nutzten, um den Globus bereisen zu können? Interessanterweise ist das Tor der Götter nur eine von 5 ungewöhnlichen archäologischen Stätten in unmittelbarer Nähe rund um den Titicacasee, hoch oben in den heutigen Anden. Fahren Sie einfach über den See ins heutige Bolivien und dort steht das verblüffende Tor der Sonne. Ein 3 Meter hoher Torbogen aus einem einzigen Stück Stein, der scheinbar mitten im Nirgendwo ruht. In dieses Tor ist das leuchtende Gesicht des Sonnengottes eingraviert, umgeben von einer Reihe ungewöhnlicher Inschriften, von denen einige glaubten, dass sie astronomische und astrologische Bedeutung haben. Im Laufe der Jahre haben viele in der Gegend von UFO-Aktivitäten in der Nähe des Tors, funkelnden blauen Lichtern und leuchtenden weißen Scheiben berichtet. Und einige glauben, dass das Tor ein Portal ist, durch das diese UFOs reisen. Es ist interessant festzustellen, dass sowohl das Tor der Sonne als auch das Tor der Götter zusammen mit anderen ungewöhnlichen archäologischen Stätten in der Gegend rund um den Titicacasee errichtet wurden. Nach dem Schöpfungsmythos der alten Völker der Region, die lange vor dem Aufstieg des Inka-Reiches lebten, war der Titicacasee die Wiege der menschlichen Zivilisation. Der Ort, aus dem der Gott Kon-Tiki hervorging und die Menschen in diese Welt brachte. Der Geschichte wurde eine weitere Ebene hinzugefügt, als Archäologen im Jahr 2000 einen Unterwassertempel im Herzen des Titicacasees entdeckten. Wie konnte so etwas dorthin gelangen? Der Wasserspiegel des Sees ist im Laufe der Zeit gesunken, aber damals war Unterwasser auch heute noch Unterwasser. Könnte dieser Tempel im Zentrum eines alten Gitters außerhalb die geheimnisvollen Tore der Gegend miteinander verbinden? Die Antwort auf diese Fragen kann überall auf der Welt gefunden werden. An einem anderen Ort, an dem sich heilige Linien kreuzen. Im August 1971 beschloss eine Gruppe amerikanischer Hippies, über den Ozean zu reisen und Englands historisches Stonehenge-Denkmal zu besuchen. Wie viele in der Flower-Power-Generation hatten sie gehört, was die Leute über Stonehenge sagten, dass es am Schnittpunkt von 14 alten Lagelinien existierte, die sich in seiner Mitte trafen und dem Gebiet ungewöhnliche energetische Eigenschaften verliehen. Und so luden sie ihre Campingausrüstung und ein paar Säcke Gras ein und machten sich auf den Weg zum heiligen Boden. Als sie ankamen, fanden sie das Gelände verlassen vor, wie es oft der Fall war, bevor es zu einer wichtigen Touristenattraktion wird, die von der Regierung streng überwacht und reguliert wurde. Sie stellten sich in die Mitte des Kreises und machten ein Lagerfeuer, aßen und sangen und hatten im Allgemeinen Spaß. Das heißt, bis um 2 Uhr morgens ein Gewitter aufzog. Das war kein gewöhnliches Gewitter. Ohne Vorwarnung schossen Blitze vom Himmel und trafen die Bäume rund um Stonehenge und sogar die Steine selbst. Angezogen vom Wetter und den markerschütternden Schreien, die von der Stätte erklangen, stürmten 2 Zeugen, ein örtlicher Streifenpolizist und ein Bauer in die Gegend. Als sie ankamen, schien ein blaues Licht so hell von der Stätte, dass sie wegschauen mussten. Schließlich ließ der Sturm nach und sie rannten zu den Steinen, in der Erwartung, dass sie diejenigen finden, die geschrien hatten, schwer verletzt oder sogar tot. Stattdessen beunruhigte sie das, was sie vorfanden. Ein schwelendes Lagerfeuer, ein paar zusammengebrochene Zelte und verstreute Rucksäcke, aber keine Menschen. Niemand war sich sicher, was aus den Hippies geworden war. Sie hatten sich scheinbar in Luft aufgelöst. Aber am merkwürdigsten war, dass sie in einem der Rucksäcke ein Tagebuch fanden, dessen Autorin, eine junge Frau namens Wilma Rupert, die Reise bis zum Sturm aufgezeichnet hatte. Ich wusste, dass es regnen würde. Es regnet immer dort, wo das blaue Leuchten hinkommt. Ich sehe es jede Nacht, aber ich sage es den anderen nicht. Ich höre erst auf, es zu sehen, wenn ich betrunken genug bin. Einmal haben sie meinen Vater in den Himmel gebracht. Er schaffte es mir zu sagen, dass sie mich nicht verfolgen würden, wenn ich zu betrunken wäre. In den letzten Wochen habe ich nichts getrunken. Besonders als ich erfuhr, dass wir nach Stonehenge fahren würden. Sherry hat große Angst vor Blitzen. Ich glaube, der Blitz wird in unserer Nähe einschlagen. Draußen ist es laut und der Blitz schlägt in die Bäume ein. Sherry hat Angst.
Aber er muss Angst vor anderen haben. Das blaue Leuchten ist ganz in der Nähe. Wenn jemand diesen Eintrag findet, dann zerstören sie diesen gottverlassenen Ort. Die Frage ist, wer sind sie? Diejenigen, die mit dem blauen Schein kommen, vor denen Wilma Rupert solche Angst hatte? Manche mögen Ruperts Tagebuch als die Grübeleien einer bekifften Hippie abtun, die über Besucher aus der Luft redet. Allerdings ist sie nicht die Einzige. In den jüdischen und christlichen Heiligenbüchern gibt es einen Eintrag, der vielleicht von Rupert selbst geschrieben worden sein könnte, in dem der Prophet Hesekiel beschreibt, einen Wirbelsturm, der aus dem Norden kommt, eine große Wolke, aus der Feuer aufblitzt und ein helles Licht um ihn herum und in seiner Mitte etwas wie glühendes Metall mitten im Feuer. Andernorts sprechen die mündlichen Überlieferungen des Stammes der Cherokee-Indianer von Sternenmenschen, die aus dem Weltraum durch ein Loch im Himmel auftauchen und ihren Stamm gründen, während weiter südlich der Stamm der Turtle Island im heutigen Arizona von Portalen zu anderen Welten spricht, überall in ihrem Territorium. Bis heute berichten Einheimische in Sedona, Arizona, regelmäßig, dass sie ein blaues Licht sahen, das von einem Natursteinbogen in der Wüste ausging. Die alten Ägypter verehrten ihrerseits den Sonnengott Ra als König aller Götter und Schöpfer der Welt. Keine 16 Kilometer von der großen Pyramide von Gizeh entfernt liegt Abu Ghorab, das Krähennest, ein alter Tempel, der Ra gewidmet ist und von dem einige glauben, dass er als Möglichkeit diente, Ra direkt zu besuchen, also als Portal zum Reich der Götter. Es gibt ein interessantes Video von Brian Förster, in dem er die Stätte untersucht und alle diese Details der Konstruktion notiert und bestätigt, dass sie nicht von Hand erstellt werden können und dass sie das Ergebnis fortschrittlicher antiker Technologie sein müssen. Schauen Sie sich nur die perfekt geformten Maschinenmarkierungen an, die seltsamen zahnradähnlichen Designs auf der Oberfläche und diese glatten Rohrbohrer. Die Bohrlöcher an den massiven Becken aus Granit sind wirklich beeindruckend. Viele glauben, dass diese Löcher dazu dienten, flüssiges Quecksilber in die Steinschalen zu gießen, da unter vielen südamerikanischen Pyramiden flüssiges Quecksilber entdeckt wurde. Die gleichen perfekt gebohrten Löcher findet man auch in Amerika, nämlich in Pumapunku. Flüssiges Quecksilber kann verwendet werden, um eine Art Antigravitationsfeld zu erzeugen, das ein weiteres Geheimnis des Abu Ghorab-Tempels erklären kann. Die massiven, tonnenschweren Steinblöcke sind irgendwie über das Gelände verstreut, als ob eine unbekannte Kraft sie in alle Richtungen zerstreut hätte. War diese Stätte wirklich eine Art Portalgenerator? Der Inka-Schöpfungsgeschichte zufolge kamen die Kinder des Sonnengottes Viracocha durch drei geheimnisvolle Portalöffnungen in einem Berg in unsere Welt, vermittelten Wissen und schufen die Inka-Zivilisation. In der griechisch-römischen Tradition war die Göttin Kybele als Wächterin der Tore bekannt. Oft neben einem Tor zu einer anderen Welt stehend dargestellt, hieß es, man müsse Kybele um Erlaubnis bitten, um sich durch Zeit und Raum zu bewegen. Es gibt viele weitere Beispiele aus allen kulturellen Traditionen. Aber die Frage ist klar: Warum sprechen so viele Traditionen auf der Welt von Portalen zu anderen Welten und Besuchern aus der Luft? Manche sagen, dass die Antwort in Sri Lanka im Goldfish Park zu finden ist. Dort befindet sich das geheimnisvolle Sakwala Chakraya, grob übersetzt der rotierende Kreis des Universums. Ein knapp 2 Meter großer Steinkreis, in den zahlreiche seltsame Symbole eingraviert sind. Er gilt als so geheimnisvoll, weil niemand ganz sicher ist, wie alt er ist oder wer ihn hergestellt haben könnte. Die Schnitzereien stimmen mit keiner bekannten Sprache überein. Einige haben die unglaubliche Vermutung geäußert, dass es sich bei den seltsamen Symbolen tatsächlich um eine Karte handelt. Und nicht irgendeine Karte, sondern eine Karte eines Netzwerks von Portalen, die Sternentore genannt werden und irgendwann in der fernen Vergangenheit von Außerirdischen genutzt wurden, als sie die Erde besuchten. Sprechen deshalb so viele Zivilisationen von Portalen und Besuchern aus dem Himmel? Könnten Außerirdische mithilfe einer fortschrittlichen Technologie zur Erde gereist sein, die es ihnen ermöglichte, große Entfernungen zurückzulegen?
Könnte ein solches Netzwerk von Sternentoren tatsächlich bis heute existieren? Am 23. Juni 1950 startete der Northwest Airlines Flug 2501 wie jeden Tag zu seiner üblichen transkontinentalen Reise von New York City nach Seattle. Nur dass dieses Mal etwas furchtbar schief lief. Als der Pilot über den Michigansee im Zentrum des Landes flog, meldete er per Funk einen schweren Gewittersturm, der mit Hochgeschwindigkeitswinden über den See peitschte. Ungefähr zur gleichen Zeit meldeten zwei Polizisten unten am Boden eine unzusammenhängende Meldung über ein seltsames rotes Licht, das über dem See schwebte. Plötzlich verschwand der Flug 2501 vom Radar des Flughafens und stürzte vermutlich mit seinen 58 Passagieren in den See. Damals war es der tödlichste Absturz einer kommerziellen Fluggesellschaft in der amerikanischen Geschichte. Doch trotz jahrelanger umfangreicher Suchaktionen wurde nie ein Wrack gefunden. Unglaublicherweise war der Flug von 2501 nur einer in einer langen Reihe von mysteriösen vermissten Fällen auf dem Michigansee. Bereits 1891 verschwand ein Schoner namens Thomas Hume mit seiner siebenköpfigen Besatzung, ohne dass jemals eine Spur gefunden wurde. Im Jahr 1937 verschwand der Kapitän eines Schiffes namens O.M. McFarland auf der Fahrt über den See aus seiner verschlossenen Kabine. Scheinbar löste er sich in Luft auf. Keine drei Jahre nach dem Verschwinden des Northwest Airlines Flugs 2501 verschwand ein Jet der US-Luftwaffe, während er ein seltsames UFO verfolgte, das unerwartet auf dem Militärradar auftauchte. Der Jet wurde nie gefunden. Dieser und viele andere vermissten Fälle haben dazu geführt, dass ein bestimmter Teil des Michigansees als Lake Michigan Dreieck bekannt wurde. Und das mit diesem Dreieck verbundene mysteriöse Phänomen hält bis in die Neuzeit an. Im Jahr 1994 riefen hunderte Zeugen gleichzeitig die Polizei an und meldeten eine Reihe ungewöhnlich heller Lichter über dem See. Ein Anwohner beschrieb es so: "Ich habe sie eine halbe Stunde lang beobachtet. Von dort, wo ich sie ansehe, entfernte sich der ganz linke. Er bewegte sich auf die Autobahn und kam dann in derselben Position zurück. Der ganz rechte war im Handumdrehen verschwunden und schließlich verschwand alles schnell." Ein Meteorologe des National Weather Service berichtete, der an diesem Tag das Radar beobachtete, gegenüber der Zeitung: "Es gab drei und manchmal vier Blips und es waren keine Flugzeuge. Flugzeuge werden als Nadelpunkte auf dem Zielfernrohr angezeigt. Diese hatten die Größe eines halben Daumennagels. Sie waren zeitweise zwischen 1500 und knapp 3700 Metern hoch und bewegten sich überall hin. Drei bewegten sich in Richtung Chicago. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Nicht einmal bei Unwettern." Was waren diese Blips und woher kamen sie? Über ein Jahrzehnt später bot eine unabhängige Entdeckung eine mögliche Antwort. Mark Holley, Professor für Unterwasserarchäologie am Northwestern Michigan University College, fand etwas völlig Unerwartetes. Dort, auf dem Grund des Michigansees, fand er einen 12 Meter langen Ring aus großen Steinen. Eine Anordnung, die der von Stonehenge nicht unähnlich war. Etwa 6400 Kilometer entfernt. Am merkwürdigsten war, dass direkt außerhalb des Kreises ein riesiger Felsblock lag, auf dem die Schnitzerei eines Mastodons zu sein schien, eines Tieres, das auf der Erde seit über 10.000 Jahren ausgestorben ist. Was war diese mysteriöse Anordnung von Steinen, die nicht nur Stonehenge, sondern auch den Unterwassertempel auf dem Grund des Titicacasees wiederzuspiegeln schien? Könnten diese Stätten Teil einer Art Netzwerk antiker Sternentore sein, die im rotierenden Kreis des Universums von Sri Lanka detailliert beschrieben werden? Vielleicht waren die verschwundenen Schiffe irgendwie durch diese Portale gereist. Interessanterweise sind die archäologischen Anomalien am Grund der Seen Michigan und Titicacasee bei weitem nicht die einzigen antiken Unterwasserstandorte der Welt. Hunderte gibt es beispielsweise allein auf dem Grund des Mittelmeers und viele weitere sind tief in den Ozeanen versteckt. Natürlich ist die vielleicht berühmteste Unterwasserstelle diejenige, die nicht gefunden werden kann. Im Dezember 1970 reichte der US-Luftwaffenpilot Bruce Gernon einen ungewöhnlichen Bericht ein.
Er war mit einem Team vor der Küste Floridas geflogen, als sie plötzlich von einer etwa 18 Kilometer hohen Wolke eingehüllt wurden. Als wir in die Wolke eintraten, erlebten wir ein unheimliches Schauspiel. Es wurde dunkel und schwarz, ohne Regen. Die Sichtweite betrug etwa 6 bis 8 Kilometer. Es gab keine Blitze, nur außergewöhnlich helle, weiße Blitze, die gesamte Umgebung erhellten. Je tiefer wir eindrangen, desto intensiver wurden die Blitze. Alle unsere elektronischen und magnetischen Navigationsinstrumente funktionierten nicht richtig. Der Kompass drehte sich langsam, obwohl das Flugzeug geradeaus flog. Ich kontaktierte Miami und teilte ihnen mit, dass wir uns etwa 72 Kilometer südöstlich von Bimini auf dem Weg nach Osten befanden, auf einer Höhe von 3200 Metern. Der Radarlotse antwortete, dass er uns nirgendwo in diesem Gebiet identifizieren könne. Als sie es endlich aus der Wolke zurück zur Heimatbasis schafften, wurde alles nur noch bizarrer. Nachdem wir in Palm Beach gelandet waren, wurde mir klar, dass der Flug etwas weniger als 47 Minuten gedauert hatte. Ich dachte, dass etwas mit dem Timer des Flugzeugs nicht stimmte, doch alle drei unserer Uhren zeigten an, dass es 15.48 Uhr war. Ich habe es nie in weniger als 75 Minuten geschafft, von Andros nach Palm Beach zu gelangen, selbst auf einer direkten Route. Unser Kurs auf diesem Flug war ziemlich indirekt und legte wahrscheinlich fast 400 Kilometer zurück. Wie konnte das Flugzeug 400 Kilometer in 47 Minuten zurücklegen? Wir gingen zum Zoll und beendeten den ereignisreichen Flug. Wir haben lange nicht darüber gesprochen. Natürlich ist das Gebiet, über das Gernon geflogen war, der Raum zwischen Bermuda, Puerto Rico und Miami, in dem seit Hunderten von Jahren Flugzeuge und Schiffe ohne Erklärung verschwunden sind, als Bermuda-Dreieck bekannt. Und man kennt seine Anomalien. Die US-Küstenwache erkennt extreme Umweltunregelmäßigkeiten in diesem Gebiet an, während Wissenschaftler über Magnet- und Gravitationskräfte berichtet haben, die mit konventioneller Physik nicht erklärt werden können. Es ist auch bekannt, dass sich unterhalb des Bermuda-Dreiecks einige der tiefsten subozeanischen Gräben der Welt befinden. Viele haben sich gefragt, was sich in diesen unerforschten Tiefen befinden könnte. Einige glauben, dass sich unterhalb des Bermuda-Dreiecks, ähnlich wie beim Michigansee und dem Titicacasee, eine antike archäologische Stätte sein müsste. Aber bedenken Sie, wenn es einen Zusammenhang zwischen diesen Unterwasserstätten und dem Verschwinden oder Anomalien auf dem Wasser gibt, wie es bei den Portalen des Michigansee-Dreiecks und des Titicacasees der Fall zu sein scheint, dann ist das, was sich unter dem Bermuda-Dreieck befinden muss, sicherlich nicht nur eine archäologische Fundstätte, sondern die archäologische Stätte. Aus diesem Grund wurde vermutet, dass es sich bei dem, was unter dem Bermuda-Dreieck liegt, tatsächlich um die mythische verlorene Stadt Atlantis handelt. Dass Atlantis im Zentrum eines globalen Netzwerks von Sternentoren war, einem Netzwerk, das auch heute noch gelegentlich in Betrieb ist und Schiffe aus dem Bermuda-Dreieck in sein Portal verschlingt. Dies wirft eine wichtige Frage auf. Wenn ein solches Netzwerk von Sternentoren heute noch existieren würde, welche Anstrengungen würden moderne Regierungen und andere Organisationen unternehmen, um die Kontrolle über dieses Netzwerk zu erlangen? Manche sagen, dass es auch darauf eine Antwort gibt. Das moderne Land Irak hat in der Geschichte der Menschheit eine herausragende Rolle gespielt. Es heißt, es sei der Ort des biblischen Gartens Eden, also der Ort, an dem die Menschheit erschaffen wurde. Noch weiter zurückgehend berichten alte sumerische Texte aus der Gegend von menschlichen Interaktionen mit Göttern, den sogenannten Anunnaki, bei denen es sich nach manchen Spekulationen gar nicht um Götter, sondern um außerirdische Besucher handelte. Daraus ergibt sich der Gedanke, dass die Anunnaki, wenn sie wirklich außerirdische Besucher waren, möglicherweise über ein Sternentor von und zur Erde reisten. Einige glauben, dass ein solches Sternentor nicht nur in der Antike existierte, sondern dass es bis heute im Irak existiert und tatsächlich in den 1920er Jahren wiederentdeckt wurde. Der Theorie zufolge waren die Briten, als sie 1920 in den Irak einmarschierten, angeblich um einen Aufstand zu stoppen, tatsächlich auf der Suche nach dem Sternentor. Darüber hinaus diente die deutsche Unterstützung der arabischen Nationalisten im Irak
bis zum Zweiten Weltkrieg als Deckmantel für die Verfolgung des Dritten Reiches durch das Sternentor. Könnte das wahr sein? Jahrzehntelanger Krieg als Deckmantel für das Streben nach alter Technologie? Wenn ja, dann ist das Folgende offensichtlich. Im Jahr 2003 marschierten die USA trotz weltweiter Kritik in den Irak ein. Es wurden viele Gründe genannt, warum die USA dies taten. Von George W. Bushs kindischem Freiheitsnarrativ bis hin zur Notwendigkeit, das irakische Öl zu kontrollieren. Dan Burish bietet jedoch eine andere Erklärung. Er behauptet, er sei Teil eines verdeckten US-Regierungsteams gewesen, das zu Beginn des Krieges in den Irak geschickt wurde, um das Sternentor zu finden. Laut Burish deuten Geheimdienste darauf hin, dass der irakische Führer Saddam Hussein das Portal in den 1980er Jahren entdeckt hatte und viele befürchteten, er könnte herausfinden, wie man es nutzt. Nach einem gescheiterten Versuch, das Sternentor unter dem Deckmantel des Golfkriegs in den frühen 90er Jahren zu finden, kehrten die USA 2003 zurück und führten einen Krieg, der bis heute andauert. Hier ist die Geschichte von Michael E. Ryan erwähnenswert. Im Februar 2001, wenige Monate vor den Anschlägen vom 11. September, trat Ryan, der damalige Stabschef der US-Luftwaffe, in einer Folge der beliebten Fernsehserie Stargate SG-1 auf. So seltsam es für einen amtierenden Militärstabschef auch ist, in einer Fernsehsendung aufzutreten, noch seltsamer ist es, dass er in einer Sendung auftritt, in der es darum geht, dass die Regierung geheime, außerirdische Technologien namens Stargates versteckt, mit denen sie durch den Weltraum reisen. Einige haben nahegelegt, dass dies eine Form der sanften Offenlegung war, bei der das Militär die Öffentlichkeit darauf vorbereitete, die Existenz dieser Art von Technologie zu akzeptieren. Andere haben gemeint, dass sie trollen. Was jedoch weder Trolling noch Verschwörung ist, ist die Tatsache, dass das US-Militär und viele andere Organisationen sich aktiv für die Art von Technologie interessiert haben, die in der Fernsehsendung Stargate SG-1 dargestellt wird. Tatsächlich sind sie es immer noch. Im Jahr 1935 nutzten Albert Einstein und sein Kollege Nathan Rosen Einsteins allgemeine Relativitätstheorie, um die Existenz von Brücken durch die Raumzeit, also Abkürzungen von einem Punkt zum anderen, zu beweisen. Stellen Sie sich die Raumzeit als ein Stück Papier vor. Zeichnen Sie zwei Punkte auf das Papier und falten Sie es dann so, dass sich die Punkte treffen. Wo sich die beiden Punkte treffen, ist die Brücke. Materie kann von einem Punkt zum anderen bewegt werden, ohne den langen Weg über das Papier zu gehen. Diese Einstein-Rosen-Brücken sind als Wurmlöcher bekannt und haben von Anfang an große Aufmerksamkeit in der wissenschaftlichen Gemeinschaft erhalten. Dies liegt daran, dass die Brücke theoretisch quer durch das Universum oder über zwei verschiedene Universen oder sogar über bestimmte Zeitpunkte verlaufen könnte, was Zeitreisen ermöglicht. Einstein und Rosen waren auf ihre Art frühe Pioniere der modernen Stargate-Technologie. Kritiker der Theorie weisen darauf hin, dass Einstein-Rosen-Wurmlöcher aufgrund ihrer extremen Instabilität nutzlos wären. Materie konnte nicht wirklich durch das Loch geschickt werden, da sie zu schnell kollabieren würde. Einige haben nahegelegt, dass zur Stabilisierung etwas namens exotische Materie nötig sei, dass ein Wurmloch, das exotische Materie enthält, so gestaltet werden könnte, dass es offen bleibt und sich sogar ausdehnt und zusammenzieht. Wissenschaftler sind sich jedoch nicht einmal sicher, ob exotische Materie im Universum existiert, geschweige denn, wie sie genutzt werden könnte, um eine intergalaktische Autobahn zu schaffen. Das heißt, sie sind weit weg. Aber nur weil man nicht weiß, wie es kontrolliert werden kann, heißt das nicht, dass es nicht existiert. In den 1990er Jahren verbrachte der NASA-Satellit Global Geospace Science Polar Jahre in der Magnetatmosphäre der Erde und zeichnete in dieser Zeit eine Reihe von Anomalien auf, Orte, an denen die Raumzeit verzerrt wurde. Erstaunlicherweise wirkten diese Anomalien wie Portale, durch die energiereiche Teilchen hindurchströmen konnten, die ausreichten, um die obere Erdatmosphäre zu erhitzen, geomagnetische Stürme auszulösen und sogar das Nordlicht zu beeinflussen.
Daher versuchte die NASA, dieses Phänomen weiter zu untersuchen. Es gab nur ein Problem. Die Portale waren unregelmäßig und instabil. Einige öffneten und schlossen sich mehrmals am Tag, andere existierten nur für kurze Zeit. Bevor sie die Portale studieren konnten, mussten sie sie finden. Und sie konnten nicht herausfinden, wann und wo sie erscheinen würden. Bis 2014, als dem Plasmaphysiker Jack Scudder von der University of Iowa ein großer Durchbruch gelang. Mithilfe der Daten des NASA-Satelliten Polar und seines Nachfolgesatelliten Themis aus den 2000er Jahren entdeckte Scudder einen Weg, die Portale zu finden. Und als er dies tat, wurde ihm etwas Erstaunliches klar. Sie waren überall. Überall in der Erdatmosphäre und darüber hinaus. In einigen Fällen traten, wie er beschrieb, Orte auf, an denen sich das Magnetfeld der Erde mit dem Magnetfeld der Sonne verbindet und so einen ununterbrochenen Weg schafft, der von unserem eigenen Planeten zu 150 Millionen Kilometer entfernten Sonnenatmosphäre führt. Mit anderen Worten, es handelte sich um Portale, die es der Materie ermöglichten, augenblicklich fast 150 Millionen Kilometer weit zu springen. Er nannte diese Portale X-Punkte. Im Jahr 2015 startete die NASA die Magnetospheric Multiscale Mission, um sie umfassender zu untersuchen. Eine Studie, die immer noch läuft. Was wird die NASA finden? Werden die Ergebnisse das Geheimnis der Stargate-Technologie enthüllen? Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass das, was man als Sternentore bezeichnen könnte, nicht nur in alten Mythen existiert, sondern auch in der theoretischen Wissenschaft und am Himmel über uns. Vielleicht gibt es sogar ein uraltes Netzwerk von Sternentoren, die über den ganzen Globus verstreut sind. Vielleicht lernen wir eines Tages, wie man sie benutzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Und wenn Sie neu hier sind, abonnieren Sie gern den Kanal und klicken Sie auf die Glocke daneben, um in Zukunft nichts zu verpassen.